Am besten noch irgendwie sowas. Super Flossen. Ja. Und Augen? Ich könnte auch rein theoretisch alles hier voll Augen machen. Das, nee, nee. Nee, nee, das will ich aber nicht. Ja, so sieht er doch ganz schick aus. Noch ein bisschen nach vorne das Gift. Noch mal ein bisschen bemalen. Vielleicht mit einem anderen Muster. Vielleicht so ein bisschen gefleckt. Ja, das nehmen wir. Und weiterentwickeln. Diese Zeitachse zeigt dir die Geschichte deiner Aktionen in der Zellphase an. Du hast Wesenszüge entwickelt, die dir einzigartige Fähigkeiten bescheren, von denen zukünftige Generationen profitieren werden. Welchen Weg hast du eingeschlagen? So, hier sehen wir jetzt alle möglichen... Oh Gott. Da geht die Leiste ab. Alle möglichen Aktionen. Wie kann ich das denn hier bewegen? Achso, so. Hier, so sahen wir am Anfang aus. Dann haben wir die Stachel gefunden. Sind verreckt, haben ganz viel gefressen. Dann sahen wir so aus. Hier haben wir einen gekillt. Haben wir Düsen gefunden. Wieder ganz viel gefuttert, wieder was gefunden. Hier haben wir die Farbe geändert. Sind wieder ganz verreckt. Dreimal. Wieder schön was gefuttert zwischendurch. So kann man hier die ganze Entwicklung sehen. Und nachher, wenn wir in die verschiedenen Phasen kommen, kann man auch wieder bis ganz hier hinten zurückgucken. Und das ist echt manchmal interessant zu sehen, wenn man dann, weiß ich nicht, in der Weltraumphase gibt es ja hier, ist, kann man dann mal ganz zurückgucken. Ach ja, so sah ich ganz am Anfang nochmal aus. Und das ist echt interessant zu sehen, wie man sich so weiterentwickelt. So, wir sind jetzt voll auf die Pflanzenfresserspur gegangen. Hätten wir jetzt Fleischwasser genommen, wären wir natürlich hier unten gelandet und hätten wahrscheinlich ganz viel gefressen und weiß ich nicht was. Gefressen und getötet. Alles Fresser waren wir am Anfang noch. Da hätte man sich dann entscheiden müssen, irgendwo hier in der Gegend, nehme ich nicht vielleicht diesen Rüssel, den wir gefunden haben, den hier. Das ist ein Allesfresser-Maul. Dann wären wir hier auf die Allesfresser-Spur gegangen. Das ist so mehr so eine ausgeglichene ja, Fraktion. Pflanzenfresser sind ja mehr so friedlich. Und Fleischfresser natürlich. Ja, die ragen. Die machen alles kaputt. Evolutionsuhr. 3 Milliarden und 300 Millionen Jahre sind wir jetzt schon unterwegs mit unserer Zelle gewesen. In echt ein bisschen kürzer, aber ja, gehen wir mal weiter. Hier eine Auszeichnung. Meistere die Zellenphase in Schwierigkeitsgrad schwer. So, jetzt haben wir uns so weit weiterentwickelt, dass wir die Oberfläche des Planeten betreten können. Wir haben nämlich jetzt Beine entwickelt. Was nehmen wir denn? Donnerrind hier, ein Donnerrind. Sind wir jetzt. Oh. Jetzt können wir hier auch an der Wirbelsäule anfassen. Na komm. Und das ganze Teil aufrecht ziehen. Sieht jetzt noch ein bisschen fail aus. Oder hier ein paar mehr Wirbel. Flop, flop, flop. Machen. So, ein bisschen hier dran ziehen. Den brauchen wir nicht mehr. Und die Flossen? Eigentlich auch nicht. Weil die Bewegung machen wir jetzt ja nicht mehr über die Flossen hier. Die bringen uns jetzt Schleichen, Springen und Sprinten. Sondern die hauptsächliche Bewegung läuft jetzt über die Füße hier ab. Und dann nehmen wir doch immer zwei. Hiermit können wir jetzt spucken. Kann man machen hier. Flop.
damit können wir jetzt auch angreifen wieder und so weiter. Beißen können wir mit unserem Mund nicht sehr gut. Auf Stufe 1 beides. Und singen mit unserem Mund. Das sind dann so Interaktionen, werdet ihr dann gleich noch sehen. In der Kreaturenphase, wo man dann mit anderen Kreaturen Kontakt treten kann und Freundschaften knüpfen kann und so weiter. Ja. Rammen könnten wir hier noch machen. Und ja, die machen wir uns noch dran. Dann können wir auch super durch die Gegend hüpfen und springen. Hier kann man noch alles drehen, wie man möchte. Also das Spiel ist echt so kreativ. Das glaubt man gar nicht. Die Färbung. Hier gibt es jetzt wieder verschiedene Färbungen. Die ganz anders sind als in der Zellenphase. Was gestreiftes hier, fleckt alles Mögliche. Nehmen wir mal sowas hier. Ja. Das sieht ganz schick aus. Jetzt kann man auch noch die einzelnen Sachen so mischen und so weiter. Das hier unten an den Füßen ist jetzt nämlich geblieben, die Färbung. Und die Hauptfärbung hier mit den Flecken auch. Plus die Farbe hat sich jetzt ganz geändert. Hier können wir die Oberfläche auch noch wieder ändern. Das sind jetzt andere Flecken. Hier unten ist es wieder an den Füßen geblieben, die Färbung. Und das Detail auch noch. Das sind jetzt hier wieder die Füße. Beziehungsweise, wenn wir irgendwas anderes machen wollen. Mal gucken, was machen wir denn? So ein bisschen Panzerung von unten. Ne, das sieht nicht wirklich gut aus. Oder hier so gestreift. Also man kann sich hier auch so viel Zeit nehmen und verschiedene Kreaturen erstellen. Das leuchtet ja richtig, das Viech. Ja, lassen wir das so. Wäre ich dafür. Eine andere Augenfarbe hat es auch bekommen. Durch die Färbung. Menü. Ach so. Das sind jetzt vorgegebene Teile von Maxis, was sie hier schon alles erstellt haben. Alles Mögliche. Das könnte man jetzt rein theoretisch laden als sein Ding, aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja unsere eigene Kreation machen. So, das hätten wir. Und jetzt schwimmt es nach oben. Kreaturenphase. Da kommt unsere Spezies an Land. Ein paar kleine Babys, will ich schon fast meinen, sind auch mitgekommen. Oha, der Planet sieht aber komisch aus. Irgendwie so Pilzbäume. Ein neuer Tag bricht an und für dich eine seltsame Welt und wunderbare Welt. Luft erfüllt deine Lungen, als du deine Gliedmaßen ausstreckst und deine neue Heimat betrittst, das Festland. Das Evolutionswettrennen hat begonnen. Du bist nun eine Kreatur, hätte ich nicht gedacht, umgeben von deinen Nestgenossen, die man hier überall sieht. Um dich weiterzuentwickeln, musst du die anderen Spezies auf diesem Planeten kennenlernen und DNA sammeln. Neue DNA bringt deine Fortschrittsanzeige voran. Sehen wir es uns einmal an. Die Leiste zeigt deinen Fortschritt an. Ja, wie eben auch schon bekannt. Sie füllt sich, wenn du halt, andere Spezies übelst pornst und dann ihre Knochen nimmst. Die Knochen sind hier nämlich so was wie DNA halt. Die liegen hier auch manchmal einfach irgendwo rum, werden wir gleich noch sehen. Oder man geht halt Verbindung mit denen ein und befreundet sich mit denen. Das werden wir wahrscheinlich machen. Weil als Pflanzenfresser hat man jetzt nicht so die Voraussetzungen, um Spezies auszurotten. So. Ernähren müssen wir uns natürlich auch. Oha.
Da liegt eine andere Spezies. Wir sind zwar Pflanzenfresser, aber vor Fleisch machen wir auch nicht halt. Bloß, jetzt bekommt das nicht ganz so gut, dann reihen wir da natürlich gleich wieder hin. Da hinten ist doch mal irgendwie eine Frucht oder sowas. Ja. Nom, 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 nom. Ja, ich habe was gefressen. Triff eine andere Spezies. Da ist ja schon eine. Manü, wie sieht die denn aus? Wer ist das denn? Du bist auf eine neue Spezies gestoßen. Willst du ihn zum Freund oder als einen Feind haben? Nimm eine Haltung ein. Dann kannst du deinen neuen Nachbarn entweder ansingen oder anfauchen. Deine Haltung bestimmt. Bla 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 bla. So, weg damit. Ja, ja. So. Sirenenlied, das ist so eine Fähigkeit von den Pflanzenfressern. Damit können wir, glaube ich, jetzt die andere Rasse gleich so richtig beeindrucken. Hier sind die sozialen Fähigkeiten und hier die Angriffsfähigkeiten. Können wir dann entweder raufklicken oder mit der Tastatur halt 1 von 1 bis 4 geht das hier ausführen. Springen können wir auch. Los, springen. Springen, habe ich gesagt. Bin da irgendwie nicht. Doch, jetzt muss man gelaufen. Okay. Und Verbündetenruf. Dann ruft er wieder nach seinen Verbündeten. Wie gehabt. So. Wollen wir erstmal mit denen reden? Der singt jetzt. Wenn ich singe, füllt sich hier oben die Leiste. Und wenn wir uns in der Mitte treffen, dann freuen die sich ganz doll und finden, dass ich cool und gut singen kann. Was ist das denn? Du hast ein neues Teil entdeckt. Stell dir vor, was für cooles Zeug du auf noch größeren Skeletten und Kreaturen finden kannst. Ja. Paarungsruf-Button. Gut gemacht, der Sieger bekommt die Beute. Du bist auf dem Weg zu einem größeren Gehirn und einem schlaueren Ich. So, kehren wir mal in unser Nest zurück. Da hinten liegen auch schon Knochen. Die können wir auch schon gleich sammeln. Und da haben wir eine Rindenhaut gefunden. So, Verbündetenruf. Los. Ah, da will einer poppen. So. Jetzt geht das Gebalzi wieder los. Und dann knick-knack. Wird gleich erstmal ein Ei gelegt. Das andere Ei kicken wir erstmal kackendreist aus dem Nest raus. Flupp. Und da geht jetzt die Evolution weiter. Testlauf. Das kann ich auch gleich nochmal zeigen. So. Hier haben wir jetzt alles Mögliche an Augen, Mündern, Stacheln, irgendwelche Sachen zum Beeindrucken, Federn, Hände, weitere Beine und Arme und alles Mögliche. Das ist so vielfältig. Das ist einfach unglaublich. Rindenhaut haben wir jetzt gefunden. Reicht aber unser Budget bei weitem nicht. Ui! Deswegen würde ich sagen, sammeln wir es erstmal jetzt gleich weiter. Ein bisschen DNA. Hier können wir im Testlauf Test rumlaufen. Wie der Testlauf das schon sagt. Hier können wir auch gucken, wie unsere Babys aussehen dann. Und hier verschiedene Aktionen, zum Beispiel drehen. Die Babys machen das danach. Oder traurig. Oh. Oder hinsetzen. Plopp. Und ein bisschen rumbrüllen. Ein Salto machen. Wupp. Ja, ist schon recht lustig. Aber jetzt geht's erstmal wieder ans Weitergesuche. Und da schlüpfen wir. Es ist nichts passiert. Aber was soll's. Genau. Jetzt wird uns hier erstmal gezeigt, wie wir alles machen. Spucken, die ganzen Fähigkeiten.
Und da sind wir erwachsen. So. Ich mache da jetzt an dieser Stelle erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann später. Wahrscheinlich noch immer im selben Part. Kennt ihr ja. Also dann, tschüss.